Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. Und ich weiß nicht, warum mich gerade eben der Little Jacob die ganze Zeit einruft. Aber okay, erstmal abnehmen. Ich hab gesagt... Oh Gott. Ich hab auf Annehmen gedrückt. Dieser Anruf geht jetzt schon zum... Wie viel Mal? Schon zum dritten Mal. Und jedes Mal verliere ich Respekt oder halt diesen komischen Beziehungsding da oder... So sollte man eigentlich am besten nichts sagen, aber dass man halt eben Status verliert, so ist es halt ein bisschen besser. Jedenfalls, beim letzten Mal habe ich ja für Mr. Faust, ne, naja, eine ganz kleine Mission gemacht. Und zwar, jemand von Lost zu erschießen und danach noch mit Verstärkung zu kämpfen. Und naja, ich finde es immer wieder lustig. Der Sinn von der Verstärkung ist dabei, demjenigen auszuhelfen. Aber nein, die Verstärkung ist verreckt, sobald ich in der Nähe war. Und als die Hauptperson schon längst weg war und die Verstärkung ist quasi alle an einer Stelle verreckt, wegen mir. Aber naja, jetzt heißt es erstmal... Okay, Little Jacob, jetzt annehmt genau. Und dafür ruft er mich ernsthaft viermal an. Okay. Ich wollte jetzt nicht nochmal ablehnen, weil das hätte mir dann wirklich leid getan. Lil Jacob ist jetzt dein Freund. Er wird dich... Oder du... Ne, warte mal. Er wird dich oder du kannst ihn anrufen. Oh, okay. Um gemeinsam etwas zu unternehmen. Okay, wie ich es anfangs vorgelesen habe, hat es sich echt komisch angehört. Aber okay. Jetzt heißt es erstmal Lil Jacob abzuholen. Um wie viel Uhr? 0 Uhr. Eine richtig gute Zeit, um essen zu gehen, wie ich finde. Ich meine, vor allem Dinge, hat er eigentlich noch ein Restaurant offen, als ich meine, jetzt ein normales in dem Sinne? Schwierig. Also bei uns ist das zumindest nicht der Fall. Naja, deswegen kann man eigentlich nur auf Gutes treffen, sozusagen, wenn man zu Fastfood-Ketten geht. Zumindest ist auch, wie gesagt, wieder mal so bei uns. Naja. Lil Jacob, es tut mir wirklich leid, dass ich viermal deinen Anruf ignoriert habe, weil was hätte ich denn machen sollen? Rangehen, wieder aufnehmen, um zu riskieren, dass halt wieder so, ich nenne es halt, dass es halt nicht nur ein Anruf ist, sondern dass man halt noch ein bisschen was unternehmen muss. Jetzt nicht schlimm gewesen, gebe ich ja zu, aber es hat schon seinen Grund, warum ich da schon längst aufgehört habe aufzunehmen, weil ich schon ein bisschen was zusammen hatte. Aber okay, Little Jacob. Ich kenne dich doch. So, komm schon. Komm schon, Jacob, bitte schneller. Los, Mann. Ja, let's go, Star. Die Übersetzung. What's up, Jacob? Not all work, you know? We gotta ease up from time to time to see how the world turns on. You know what I'm saying? I think so. The world can mess you up, you know? Make you think that things matter when all that matter is that the sun come up and we have a good time and laughter and things, see? I hope so, man. I do. You're up here in an acorn, even for a shutter. Jetzt komm schon, Little Jacob. Gib mir mal Wörter, mit denen ich arbeiten kann. Was heißt zum Teufel Schotter? Was zum Teufel? Ich habe anfangs gedacht, dass es, naja, was anderes war. Aber interessant, dass der Rauch von oben rausgeht, weil eigentlich oben nicht offen ist. Naja, egal. Das ist es Mod, deswegen verzeih ich es noch. Und selbst wenn, es wäre gar nicht so schlimm gewesen. Mehr oder weniger. Ja, genau so macht man's. Um Benzin zu sparen, klaut man sich einfach ein anderes Fahrzeug, was, ja, sagen wir mal, so 2 Meter weit entfernt. Oh mein Gott, ich kann heute nicht mehr reden. Naja, so macht man's auf jeden Fall. Man klaut einfach ein Fahrzeug, was ein bisschen weiter weg steht. Ist doch komplett okay. Oh, die Polizei macht sogar was dagegen. Verdammt. Bei der letzten Aufnahme habe ich eine ganze Biker-Gang erschossen. Zumindest ein Teil davon. Und die Polizei hat sich einen Scheißdreck dafür interessiert. Und danach und... Davor habe ich ein paar Dealer ausgeschaltet. Ich weiß, es sind gerade eben nicht Leute, die vermisst werden von der Polizei, sage ich es mal so. Aber trotzdem, ich meine, und dann klaue ich ein Fahrzeug und dann das. Yo, that was fun, you know?
Okay, Lil Jacob, bis später. Ja, automatisch speichern. Wäre nicht schlecht. So. Ich probiere mal lieber nicht, um 2 Uhr morgens Roman anzurufen. Naja. Auch wenn er jetzt wach wäre. Ich meine, das wäre schon ein bisschen zu spät. Jetzt heißt es erstmal wieder zu Faust in Fahne. Oh Gott, Lil Jacob, warum hast du mir das angetan? Ich habe jetzt eigentlich irgendwie erwartet, als ich diesen Anruf abgenommen habe, dass es eine Mission ist. Aber nicht, dass es bedeutet, halt irgendwie wohin zu gehen, dass man halt quasi dort annimmt, aber trotzdem, ich wollte es nicht direkt ablehnen, deswegen ist ja nicht so schlimm, wie ich finde. Und naja, ich mag es irgendwie, wie viel Munition ich jetzt schon habe, insgesamt. Ich meine, von den Biker-Gang, von den Dealern und noch von ein paar anderen Leuten habe ich ziemlich viel Munition bekommen. Lil Jacob ist auch dabei. Ich habe jetzt über 500, glaube ich, Pistolen-Munition. Es ist eigentlich ziemlich krass, wie ich finde. Was weiß ich noch? Ich glaube, mindestens über 50 Maschinenpistolenkugeln. Ja, und Schrotflinte ist jetzt nicht gerade eben großartig, aber wenigstens etwas. Und zwar 24 Schuss. Geht eigentlich. Rick to blow. Nicht diese Mission. Oh Gott. Hello? Hello. Is Mikhail home? No, he's out. Okay. Should I wait outside? No, no, come in. Oh, thank you. Das erinnert mich wieder an eine Stelle. Sit down. Thank you. You want some tea? Sure. Mikhail doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians. Uncivilized. Like immigrants. Oh yeah? I know what you're thinking. It is a bit funny coming from him. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. He made me happy. Oh, erzähl bitte mehr. Then something changed, years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was, or what was wrong with me, that I did not see it in him. Or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village, and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Huh. Well, I don't know about that. Oh, Dimitri! What is that? I tell you one thing and you ignore me! You stupid bitch! Nico Bellic, baby. Good to see you. Hey, you too. What did you want? I want you to teach people to listen to you. You want him to get us the money? Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Yeah. Mikhail! Get out! So, what do you want? This prig who owes me money owns a garage in Chase Point. I want you to pick up a truck and take it to him. Call me when you get to the truck. It's in Shotgar on Montauk Avenue.
Get out of here. Nico, ich würde nicht warten. Okay, danke. Okay, ich meine, wird jetzt langsam Fausten depressiv, weil ich meine, er hat schon langsam diese Einstellung. Er hat wirklich nochmal dieselben Fahrzeuge. Okay, dann nehme ich mal dieses Mal den Mercedes. So, wow. Wirklich, Spiel. Das war nicht der Name, den ich dafür ausgesucht habe. Das ist kein Lamborghini Diablo. So viel kann ich schon mal verraten, ne? Ich würde mal gerne wissen, warum ich zum Teufel hier eigentlich nur 20 FPS habe. Oh, oh, 23, nicht 26, verdammt, das ist zu viel für mich. Ja, also, ich glaube, das müsste jetzt die letzte Mission von dem Fausten sein. Ich weiß nicht ganz, was ich zu dieser ganzen Lage hier gerade sagen soll, weil, naja, Fausten, tötet so ziemlich jeden, der nicht sofort auf seine Befehle quasi reagiert oder nur in sein, wie soll ich sagen, ganz klein wenig in sein Leben reindringt. In irgendeiner Art. Und er schießt doch sofort. Ich meine, was zum Teufel ist mit ihm passiert? Hey, LKW, kannst du vielleicht ein bisschen schneller sein? Und nein, Leute, ich meinte wirklich gerade eben nicht den El Camino. Für einen Moment dachte ich, ach, egal, was ich dachte, naja. Jetzt heißt es erstmal LKW abholen und, nimm mir Clarence Schotten. Ja, Schotten. Schrotten. Da steht er ja. So, es ist ja gut. Hier erstmal den Mercedes abstellen. Er wird ja nicht geklaut. Das sind wir mal doch ehrlich. Der ist doch schon längst kaputt. Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, trigger the explosives. Should blow up the roof. Maybe you'll be careful and drive over. Oh, yeah. Explosive? What the fuck? Ja, ich könnte vorsichtig sein, aber ich muss nicht. Also das Grüne, was ihr hinten sehen könnt, hoffentlich mal. Kommt drauf an, halt wie klein das Video ist und dementsprechend auch die Qualität. Jedenfalls, dieses grüne Licht sollte nicht auf Rot springen, weil sonst sind wir am Arsch. Und ich meine wirklich am Arsch. Zum Glück ist es mir noch nie passiert, aber ich meine, es gibt immer ein erstes Mal, ob man will oder nicht. Leider auch bei diesen Sachen. Jetzt erstmal hier die Kamera wechseln. Okay, das ist schon die nächste Kamera. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Was zum Teufel? Oh, EF99. Okay, dann schalte ich mal um. Radio Broker. Na, gehst du weg, nicht haben. Gleich kommt eine ziemlich gute Stelle. Oh mein Gott, wie hat der denn mit den McLaren Oh Gott, ich kann heute wirklich nicht reden, tut mir leid. Wie hat der denn den McLaren geschrottet? Meine Güte. Gleich kommt eine lustige Stelle. Hoffentlich. Mehr oder weniger. Komm schon, ne? Zufall. Ach komm schon, zeig doch jetzt endlich die Überraschung. Dann halt ihn nicht. Weg, weg, ich brauche ein bisschen Platz. Tut mir leid. Wir sind weggehen. Oh, nicht die Polizei ran. Nicht auffällig. Nicht auffällig. Auf gar keinen Fall. Fahr langsamer, um die Maus zu bezahlen, wenn du keine Aufmerksamkeit erregen willst. Und fahr durch eine Schranke, weil du gar nichts siehst. Weil die Kamera so komisch rumtut und du gerade eben einen LKW fährst. Normale Sachen eben. Ich muss eigentlich ziemlich sagen, es ist ziemlich schade, dass ich jetzt nicht die Fahrzeuge einfach abliefern. Jetzt, danke Roman. Um 6 Uhr morgens. He's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin. Aber auch nur, wenn man betrunken fährt. Ansonsten gibt's noch Chancen, dass man sich nicht in die Luft jagt. Oh Gott. Muss es hier so eng sein, verdammt nochmal. Komm schon. Bisschen weiter nach vorne. Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, tut mir leid. Hier gerade eben Vorfahrt, ne? Oh Gott, McLaren in Pink. Und es kann nur weiß sein. Oder? Ja, ich bin farmblind. Das ist weiß. Obwohl, das hätte man eigentlich auch erkennen. Ach, egal. Lalalala, ich habe nichts gesagt.
Und jetzt renn um dein Leben, Nico. Oh. Ich fand's gerade eben lustig. Eine Person ist eigentlich auf einer Stelle geflogen. Das war ziemlich nice. Oh nee, warte mal, er ist reingeflogen. Verschwinde aus der Gegend und tu so, als wärst du es nicht gewesen. Ah, Bombe ist hochgegangen. Ah, ich bin wie die KI. Wegrennen. Wo ist hier ein Polizeifahrzeug, das hier überfahren werden kann? Oder Krankenwagen? Okay, dann halt eben nicht. Oh, Volkswagen Bora. Nein, 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 nein. Hey! Okay, es wurde irgendwie erfüllt. Hoffentlich kann ich das wieder aufbauen, indem ich essen gehe. Kein Bock mir nochmal eine Schutzweste zu kaufen. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt in einem Fahrzeug sein können. But don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. Okay, das kann ich auch nicht glauben. I thought nothing scares you, man. Pussy. Hasn't anyone got involved? You and Dimitri, you'd be nothing without me. Nothing. This is how you treat me? Indem man langsam die Schnauze voll hat, naja, solche Sachen abzuziehen. Faust, ne? Also ich glaube, selbst ich hätte das schon längst erkannt. Was zum Teufel hat die für Geräusche gemacht? Aber okay, also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt will ich dann erstmal sagen, bis später. So Leute, noch ganz kurz, Roman hat mich angerufen und vielleicht bedeutet es, mit ihm bowlen zu gehen. Oh Gott. Oh Gott. Tut mir leid. Tut mir leid. Ach was, gehst du mit ihm auch bowlen, Roman? Du gehst ja fremd. Das tut mir echt weh. Eigentlich gar nicht. Ich bin froh darüber. Aber okay, Leute. Bis später.